Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3 Titan Lords für den PC. Im letzten Part sind wir hier an der Wasserstelle der Kieler angekommen. Ich weiß nicht, ob die irgendwas machen, wenn ich jetzt mich einfach mal an ihrer Kiste vergreife. Deswegen speichern wir erstmal kurz. Ich meine, manche mögen das ja nicht so, habe ich gehört. Okay. Okay. Dann so. Gut. Ja, warum nicht, ne? Da am Wasserfass können wir uns ein bisschen hochheilen. Denke ich mal. Jo. Okay. Aha, die Expedition 2. Okay. Hallo, Asali. Sheko Gutscher? Na, wenn du so fragst, ich wollte... Schweig! Ihr Gutschers nehmt euch, was Gaia uns zugesprochen hat. Unser Vieh, unser Wasser und unser Oro. Oro? Was soll das denn sein? Oro sind goldene Steine von Berg. Gutschers haben große Gier in Augen, wenn Asali berichtet von Oro. Wir Kieler brauchen Steine für Schmuck. Und um die Ahnen friedlich zu stimmen. Keine Sorge. Ich will weder dein Vieh noch sonst etwas. Großes Palaver. Gutschos stehlen, wo sie können. Wenn du willst Beweis, geh in unser Dorf. Unsere Tonkas haben einen von euch gefangen genommen. Schon bald wird er unserem Orakel geopfert. Okay. Das ist blöd. Erzähl mir mehr über den Gefangenen. Asali weiß nicht viel über diesen Gutscho. Falsche Augen, falsche Wörter. Geh in unser Dorf, wenn du mehr wissen willst. Vertrau mir einfach. Ich tue euch nichts. Ich müsste in dein Herz blicken können. Ist es rein? Sprichst du die Wahrheit? Das muss doch auch einfacher gehen. Bring Asali ein Zeichen der Freundschaft und ich werde dir trauen. Ein bisschen Jade? Wird Asali Gutschos gestatten, hier Wasser zu holen. Okay. Was das Zeichen der Freundschaft angeht. Wow, Silber zum 100. Tja. Wie soll das Zeichen der Freundschaft aussehen? Das herauszufinden ist Teil deiner Prüfung, Gutscho. Na komm schon, ein kleiner Tipp. Taono Kabuki Shikakachi Oro. Moment, das soll ein Hinweis gewesen sein? Chi. Na klasse. Okay, irgendwas Goldmäßiges. Ich werde dir ein Zeichen der Freundschaft bringen. Yalla yalla. Die Hike werden dich beobachten. Okay. Okay. Vielleicht wissen die Piraten, was unter einem Zeichen der Freundschaft zu verstehen ist. Vielleicht. Aber erstmal, wie ist es bei euch im Lager? Gehen wir weiter ins Dorf. Leben bei uns Kieler ist einfach. Wir haben unsere Muleke, die sich kümmern um Sammeln von Pflanzen. Die Tonka beschützen uns vor Gutschos, wie dir. Und unsere Tufas jagen das Fleisch zum Essen. Lass uns weitergehen. Das klingt wirklich einfach. Na gut, auch wenn Bobos Füße nicht mehr wollen. Du jammerst ganz schön viel. Schon gut. Bobo hält seinen Mund. Gehen wir. Na dann, sind wir bald da. Sehr schön. Ich mag den Questnamen. Der gefällt mir sehr. Von hier aus hat man einen guten Blick auf das Dorf der Indios. Okay, das Dorf der Indios. Friss mich nicht. Mortau Kabuki. Wow. Was zum... Ich hab dir doch gar nichts getan. Mann. Ich wollte dir nichts tun. Ich stand nur in deiner Nähe, um die Makibera einzusammeln. Mehr nicht. Du greifst mich komplett unprovoziert an. Das finde ich nicht korrekt von dir. Eine epische Schlacht. Aber immerhin kriegen wir ordentlich Ruhm dafür. Okay.
Warum läufst du so langsam? Bobo? Mach doch mal hin! Wie wär's? Ah, Mann, Mann, Mann. So, hier mal die Krallenaffen erledigen. Ich dachte erst, das wäre nur der eine. Aber dann habe ich das Zeug von hinten fliegen sehen. So, komm her, hier. Du mal Krallenaffe. So, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Wir bleiben zusammen, Hoshi. Ja. Bobo. Müde. Ach, komm schon. Ehrlich jetzt? Wie? Was? Bobo kann nicht mehr. Du, Bobo, tragen. Lass uns weitergehen. Gucho ist gemein. Wir aber bald da in Lage der Killer. Bobo, ein starker Tufa. Ich werde es schaffen. Na dann. Letztes Stück, ja? Okay. Dann schauen wir doch mal. Ah, na super. Zeig mir sein Blut. Feuervögel. Oder zumindest einer. Gut gemacht, das Biest ist tot. So, erledigt. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Ja, eine Blutwurzel. Wusste ich's doch. Hab ich's doch im Blut gehabt. Dass da noch irgendwas ist. Okay. Aha. Aha. Hallo, Camille. Wir sind da. Dieses Lager der Killer. Bobo, jetzt gehen schlafen. Mach das. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Bobo beinahe hätte vergessen. Hier hat Gucho Gold. Danke. Nein, ich danke dir, Gucho, dass du mich hast begleiten auf diese Reise. Jetzt, Bobo, gehen schlafen. Mach das. Wobei, warte mal. Vorher. Bring mir etwas über die Jagd bei. Zumindest hier Fell abziehen. Bring mir bei, wie ich Felle abziehen kann. Kein Problem, Hoshi. Dankeschön. So. Hallo, Camille. Yala, Gucho. Du passt sicher auf eure Gemeinschaft auf. Chi, und es erfüllt Camille mit Stolz. Aber es gibt auch unter uns Kila jene, die sich nicht als würdig erweisen, ein Tonka zu sein. Nimm darum Kamils Rat an. Ehre, was dir gegeben, bevor jemand anderes es sich nimmt. Das, ja, doch, ist ein guter Rat. Was kannst du mir über deinen Stamm erzählen? Gucho möchte mehr wissen über Kila? Gut. Doch ich warne dich, hör Camille genau zu. Was ich zu erzählen habe, ist wichtig. Begegne meinen Worten mit Respekt, oder die Hike werden dich strafen. Ja, ja. Jetzt schieß schon los. Geduld, Gucho. Du wirst lernen müssen, Camils Worte zu achten. Wisse, dass wir Kila dem Urteil unseres Chakas und dem Rat des Orakels folgen. Unser Chaka richtet sein Urteil dabei nach dem Gebot der Hike. Sie wachen von der anderen Seite über uns. Interessant. Und weiter? Wir Tonka sind Krieger und tragen den Kampf in uns. Die Tufas sind Jäger und lernen noch. Unsere Muleke, die Sammlerinnen, kümmern sich um die Ernte. Und unsere Kiki wirken mächtiges Voodoo. Okay, ich glaube, ich habe genug. Chi, es ist deine Entscheidung. Okay, so Taschendiebstahl brauchen wir gar nicht erst versuchen. Das wird nichts. Aber wir sind jetzt hier erstmal im Lager der Eingeborenen. Das mag seinen Nutzen haben, aber es ist weit entfernt von der Macht, die uns die Kristalle bieten. Karaka Gucho,
Verdammte Piraten! Schon wieder einer in meinem Dorf. Ich sollte euch von meiner Insel jagen, bevor noch mehr von euch hierher kommen. Amüsanter Kerl, findest du nicht? Der Typ scheint keinen Spaß zu verstehen. Dummer Pirat. Sieh Hiruto gefälligst in die Augen, wenn er mit dir spricht. Ja. Ich gehöre nicht zu dem Sauhaufen da unten. Unsinn. Zu wem sollst du sonst gehören, so wie du aussiehst? Ich bin Shaka Hiruto, Häuptling und oberster Schamane der Kila. Ich habe hier große Verantwortung und nur wenig Geduld mit euch Herumtreibern, die Ruhe meines Volkes stören. Ja. Von mir habt ihr nichts zu befürchten. Ich brauche eure Hilfe. Ha! Ist das so? Wir haben genug eigene Probleme, Gucho. Unsere Ahnen sind erzürnt und sprechen nicht mehr zu uns. Das Meer und auch unser Dschungel scheinen verrückt geworden zu sein. Zu allem Übel ist da auch noch das Lumpenpack unten am Strand, das uns das Leben schwer macht. Nein, Gucho, wir können dir nicht helfen. Was ist das Problem mit den Piraten unten am Strand? Man kann ihnen nicht trauen. Sie wollen, was uns gehört. Nur darum sind sie hierher gekommen. Und wenn sie es haben, ist es verdorben. Wir werden sie unseren Ahnen opfern. Was? Wie verhindere ich, dass du einen Krieg gegen die Piraten anzettelst? Ono, schon bald werden wir sie opfern und die Ahnen selbst werden uns im Kampf beistehen. Denkst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Du irrst. Doch geh. Sprich mit Tenya, unserer Kiki. In ihren Worten liegt die Weisheit, in meinen der Schmerz. Okay. Du bist doch ein starker Voodoo-Schamane, oder? Ja, das bin ich. Nur Chani ist noch mächtiger als ich. Chani? Ja. Sie ist unsere oberste Kiki. Aber sie ist nicht hier. Sie ist aufgebrochen, um das Orakel zu besänftigen. Chani! Hey! Mensch! Wann kommt sie zurück? Chani ist in das verbotene Land gegangen. Das ist viele Monde her. Nur die Hike wissen, ob sie dort etwas findet, das uns helfen kann. Okay. Mein Geist wurde ins Reich der Schatten verbannt. Dann bist du ein Verlorener. Den Toten näher als den Lebenden. So tot bin ich nun auch wieder nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber ich muss doch etwas dagegen tun können. Ich kann deine Wunden heilen und viele andere Zauber wirken. Doch wandelt dein Geist schon im Schattenreich, brauchst du einen mächtigeren Zauberer als mich. Nutze deine verbliebene Zeit für das Gute, Gucho. Okay. Mein Waffengefährte Bones sagt, du könntest mir Linderung verschaffen. Bones? Ist er ein Tonka? Nein, aber er hatte auch schon Probleme mit seinem Geist. Doch ein Schamane konnte ihm helfen. Dann hat er das Herz eines schwarzen Mannes vertilgt. Das ist ja widerlich. Natürlich isst man es nicht roh, Gucho. Schwarze Herzen besitzen ungeheure Lebenskraft, wenn sie gereinigt sind. Ein gereinigtes schwarzes Herz kann dir dein Blut dauerhaft mehren, wenn du es isst. Das macht dich deutlich widerstandsfähiger. Okay. Wie reinige ich ein rohes schwarzes Herz? Du brauchst das Herz und ein Totem der Unschuld. Damit kommst du zu mir und ich weihe das rohe Herz den Hike. Dann ist das schwarze Herz rein und du kannst es essen. Okay. Wie bekomme ich ein Totem der Unschuld? Suche dir erst einmal eine Jungfrau und dann... Okay. Etwas möglichst Einfaches, wenn es geht. Ich sehe schon. Wir müssen bei dir einen unüblichen Weg wählen, Gucho. Am besten, du verwendest die Knochen eines unschuldigen Äffchens für die Reinigung des schwarzen Herzens. Das sollte den gleichen Effekt erzielen wie unsere herkömmliche Methode. Okay.
Was weiß ein Schamane schon von den Gefahren der Meere? Ich weiß, dass die Geister der Gutschus über die Wasser wüten. Ihre bösen Schiffe bringen den Tod über unser Land. Tja, damit hast du leider recht. Der Dschungel spielt verrückt, sagst du? In den letzten Tagen hatten wir schon viele Verluste zu beklagen. Die Spinnen von Kila verlassen immer öfter ihre Höhlen und töten die Tufas meines Volkes. Daher gehen wir nur noch selten auf die Jagd. Erzähl mir mehr über euer Orakel. Die Margolot war die allererste auf dieser Welt und trägt das Wissen von Jahrtausenden in sich. Sie hat die Zeiten überdauert und verfolgt unser Schicksal schon seit unserem Erscheinen auf dieser Erde. Das verbotene Land ist ihre Heimat. Wehe dem, der Margolot herausfordert, also sei gewarnt. Sie ist weise, jedoch unerbittlich, wenn Fremde ihre Ruhe stören. Okay. Wo ist dieses verbotene Land? Unerreichbar für dich. Es liegt jenseits des großen Tores im Osten. Der Älteste der Tonka bewacht den Zugang. Baraka ist sein Name. Nur er kann das Tor öffnen und er beschützt das verbotene Land vor den Augen der Fremden. Okay. Wo bekomme ich die Knochen eines unschuldigen Äffchens? Äffchen sind frech, mutig und stellen im Laufe ihres Lebens eine Menge dummes Zeug an. Du musst schon sehr junge Äffchen erwischen, die noch sehr unverdorben sind, damit ihre Knochen etwas taugen. Rund um unser Dorf sind im letzten Monat viele Äffchen geboren worden. Entweder du jagst sie, oder du gehst zu einem unserer Händler. Irgendjemand wird dir sicher Knochen dieser Art verkaufen können. Okay. Kannst du mich die Voodoo-Magie lehren? Ich soll dich in den Lehren unserer Ahnen unterweisen. Warum nicht? Genau. Ha! Niemals werde ich einen Fremden in unsere Geheimnisse einweihen. Außerdem, die Ahnen sind erzürnt. Sie haben schon seit vielen Tagen nicht mehr zu uns gesprochen. Ich könnte gar keinen neuen Lehrling unterweisen, bevor sie mich nicht wieder erhören. Okay. Womit habt ihr sie verärgert? Uns trifft keine Schuld. Das ist das Werk der bösen Mächte, die nach uns greifen. Die Visionen von Kiki Tenya müssen wieder rein von Tod und Verderben sein. Tenya bemüht sich schon sehr lange um die Gunst der Hike. Wir Kila müssen geduldig den Tag erwarten, bis Tenya wieder... Kann man das nicht beschleunigen? Bis dahin könnte sonst was mit den Kila passieren. Ohne die Hilfe der Hike ist unser Schicksal verwirkt, Gucho. Da helfen auch deine hastigen Worte nicht. Okay. Ich mach das. Ich bringe deine Ahnen wieder zum Sprechen. Du hast Mut. Und du hast die Hartnäckigkeit eines Panthers. Doch ob das allein reicht, dass die Hike dich erhören? Ha! Das ist höchst unwahrscheinlich, wenn sie schon nicht mit uns Kila sprechen. Und wenn ich es doch schaffe? Unmöglich. Aber nun, sollten sie zu dir sprechen, werde ich dich in der Voodoo-Magie unterweisen. Na bitte, geht doch. Das hört sich gut an. Aber Vorsicht, Gucho. Dann bist du einer von uns, ein Kila. Ich werde dich in unseren Stamm aufnehmen und dir unsere Geheimnisse anvertrauen. Doch das heißt auch, dass du unser Volk beschützen musst und du keiner anderen Gemeinschaft mehr angehören darfst. Okay. Ja, gut. Es wird mir eine Ehre sein, Chaka Hirutu. Geh nun zu Tenya und hilf ihr, das Zepter der Ahnen zu vollenden. Denn nur mit diesem Zepter werden wir es schaffen, dass die Hike uns wieder erhören. Komm okay. zu mir, wenn Tenya ihr Werk vollendet hat. Dann und nur dann reden wir weiter über die Voodoo-Magie, Gucho. Okay, Candy. Geht vollkommen klar. Oh, hey, Tenya. Oha, Gucho. Ich sehe, dein Geist ist schwach, aber du bist reinen Herzens.
Wenn du das sagst? Si. Ich bin Tenya. Kiki, der Killer. Es ist mir eine Ehre, Tenya Kiki der Killer. Sei willkommen bei den Killer. Wenn die Ahnen es wollen, wirst du bei uns Hilfe finden. Na, hoffen wir es doch mal. Und was machst du so? Ich bin die Weisheit der Killer. In meinen Träumen verbinde ich unsere Welt und die Welt der Hike. So ging es viele Nächte, Sommer und Winter. Und jetzt sprechen sie nicht mehr zu dir? Sie schweigen. Selbst das Orakel hat uns bisher nicht geholfen. Meine Träume sind dunkel. Und unser Dorf ist im Untergang geweiht. Das ist nicht gut. Die Schatten sind gekommen. Es wundert mich, dass ich hier noch keine getroffen habe. Jedenfalls noch nicht. Sie sind nahe. Ja. Zu nahe für meinen Geschmack. Lass dich vom Voodoo erfüllen. Es wird dir eine gute Waffe für deinen Kampf sein. Das ist eine Idee, ja, doch. Erzähl mir von dem Orakel. Das Orakel ist weise und sehr alt. In Zeiten der Unruhe fragen wir es um Rat. In Zeiten wie diesen? Sie. Wir haben es auch versucht. Doch Margolott hat unsere Audienz bisher verweigert. Sie hat sich eingeschlossen in ihrer Höhle aus Fels und Stein. Aber genug davon. Wir sollten nicht weiter über das Orakel reden. Nicht? Die alte Margolott sieht und hört alles. Sie ist schnell erbost, wenn man über sie spricht. Ah, verstehe. Die würde ich gern mal kennenlernen. Unterschätze nicht die Macht des Orakels, Gucho. Wenn sie dich in ihre Fänge bekommt, frisst sie dich bei lebendigem Leibe. Margolott ist weise, sehr besonnen und freundlich. Jedoch kann sie auch kalt und sehr grausam sein. Verstehe. Na dann, okay. Was stimmt nicht mit deinem Dorf? Die Killer sind in Aufruhr. Das Böse kommt zu uns und wir sind wehrlos. Wenn die Ahnen erzürnt sind und nicht mehr zu uns sprechen, haben wir die Quelle unserer Macht verloren. Es ist meine Aufgabe, die Hike wieder zu besänftigen. Und was musst du dabei genau tun? Ich soll das Zeichen der Ahnen erneuern. Doch es ist eine schwere Aufgabe für mich allein. Wie erneuern wir das Zeichen der Ahnen? Es ist ein Zepter, gefertigt aus vielen wertvollen Gaben unserer Welt. Ein bisschen Kram sammeln sollte kein Problem sein. Das letzte Zepter wurde vor 100 Jahren gebaut. Und weiter? Es ist sehr aufwendig, die alten Rezepte zu verwenden. Wo ist das Problem? Ich muss noch Vorbereitungen treffen, um das Zepter zu bauen. Da bleibt mir wenig Zeit für die Beschaffung der Zutaten. Ich fürchte, es könnte für die Killer zu spät sein, wenn ich meine Arbeit vollendet habe. Dann kümmern wir uns doch drum. Ich helfe dir. Ich besorge deine Zutaten. Das ist gut. Ich kann jede Unterstützung gebrauchen. Ich brauche ein besonders stabiles Spinnenbein für den Griff des Zepters. Eine schillernde Perle, ein Symbol aus Jade und das Herz eines starken Panthers. Es sind Dinge, die für die besonderen Kräfte der Hike stehen, mit denen man sie milde stimmen könnte. Wo man diese Gaben findet, steht auf den Ahnensteintafeln in unserem Dorf. Kannst du unsere Sprache gut schon? Ein bisschen. Oh, heißt das, ich kann auf dich zählen? Naja, ich kann's ja mal versuchen. Ah, gut. Dann geh zu den drei Ahnensteintafeln und versuche dein Glück. Wir haben die Ahnensteintafeln in und um unser Dorf herum errichtet. Alles klar. Gut. Ich werde hier alles vorbereiten. Okay, sollten wir hinkriegen. Euer Häuptling scheint die Piraten unten am Strand nicht gerade zu mögen. Tschee. Sie sind uneins mit der Natur. Und von ihren Zungen kommt nichts Gutes. Doch Chaka Hirutu irrt. Die Gutschus sind lediglich kleine Kinder. Nimmt man euch nicht an die Hand, ist euer Handeln unüberlegt. Und wie jedem Kind muss man auch euch den rechten Weg zeigen. Gehen müsst ihr ihn jedoch selbst. Wie kann ich Hirutu von seinem Plan abbringen, die Piraten zu opfern? Du? Nein, Gucho.
Du wirst ihn niemals davon abbringen können. Du bist noch nicht lange hier. Er wird nicht auf dich hören. Ich werde nicht zulassen, dass er die Piraten opfert. Wenn du willst, dass er deinem Rat folgt, musst du den Weg der Kiki gehen. Weg der Kiki? Ich verstehe kein Wort. Höre. Nur einer der hier aufgewachsenen Tonkas wird ihn überzeugen können. Ich bin nicht hier aufgewachsen. Vereine die Kraft des Panthers, die Weisheit der Schlange und die Geduld des Alligators. Okay, und was bringt mir das Ganze? Deine Aufgabe wird es sein, mir ein Haar von Tonka Makoto zu bringen. Okay. Wozu brauchst du ein Haar von Makoto? Nur so ist es mir möglich, Voodoo zu wirken. So wird es dir möglich sein, ein hier aufgewachsener Tonka zu sein. Mit dem Haar werde ich dir eine Puppe anfertigen. In ihr liegt die Macht der Hike. Makotos Geist und Körper werden dir gehorchen. In seiner Gestalt wirst du unseren Häuptling von seinen Plänen abhalten können. Ich muss zugeben, der Plan hat was. Sage mir, wenn du bereit bist, diese Aufgabe zu erfüllen. Okay, machen wir. Wo finde ich Makoto? Er bewacht den östlichen Eingang unseres Dorfes. Geh einfach die Stufen hinab und du wirst ihn finden. Ich besorge dir ein Haar von Makoto. Chi. Aber bedenke, Makoto wird es dir nicht freiwillig geben. Und woher soll ich dann eines bekommen? Die Früchte der Nacht haben es dir leicht gemacht. Und das heißt jetzt? Bahatis Bett wird dir die Antwort geben, Gucho. Okay. Na dann. Kannst du mir etwas beibringen? Frag Hoshi. Dann werden wir sehen. So. Okay. Okay. Ich sehe das jetzt gerade eher so als Nein. Lass uns handeln. Dann gucken wir doch mal, was wir hier kaufen können. So, viele Tränke. Äffchenschädel. Okay. Nekromantie, was zum Teufel? Okay, lassen wir das. Ein Meißel liegt ja hier einfach so rum. Das können wir ja so nicht zulassen. Verstehe ich nicht. Voodoo-Puppe Blutrausch, aha. Was haben wir hier für Voodoo-Puppe? Papageienflug, sehr schön. Das gefällt mir. So, Bahatis Bett soll mir in irgendeiner Form behilflich sein. Hieß es ja. Okay, sehr schön. Läuft. So, nehmen wir hier noch ein bisschen Zeug mit. Kriegt ja keiner mit hier. Also hoffe ich. So, dann schauen wir doch mal. Sieh an, eine dunkle. Ja, guck mal einer an. Ist das etwa das Haar, das wir brauchen? Montenia war das, ne? Ich habe ein Haar von Makoto. Gut. Lass es mich in die Puppe weben. Hier, nimm sie. Genau, Tenya. Die Macht der Hike liegt in deinen Händen. Und jetzt, Yala Gucho, wirke Voodoo. Übernimm Makoto. Okay. Na denn. Moment, im Osten. Also hier. Hier? Jo, das ist er. Na denn. Wollen wir doch mal. Wo haben wir sie denn, die Voodoo-Puppe? Wo haben wir sie denn? Expedition, ja.
Bla bla. Ah, hier. Nein. Nein? Dann aber so. Okay. Dann wollen wir doch mal. Hey, Häuptling. Wo ist der Chaka? Hier ist der Chaka. Chaka Hirutu, Makoto möchte mit dir über die Guchos sprechen. Chi, die Zeit für Karaka ist gekommen. Die Guchos werden bald geopfert. Nein, Makoto schlägt vor, vertrauen wir den Guchos und suchen Frieden. Frieden? Mit den Guchos? Hirutu zweifelt an Makotos Worten. Hat Makoto nicht vorgeschlagen, die Guchos zu bekämpfen, wo sie uns begegnen? Makoto hat seine Meinung über die Guchos geändert. Makoto sollte seine Meinung nicht ändern. Seine Meinung sollte fest sein wie der Stamm eines Baumes. Aber die Tradition verlangt es, dass ich einem Tonka die Möglichkeit gebe, mich zu überzeugen. Deine Stimme allein ist mir nicht genug. Nenne Hirutu Argumente von drei weiteren Kila, warum wir nicht gegen die Guchos in den Krieg ziehen sollen. Ist dieses geschehen, wird Hirutu Makotos Wunsch achten. Vorher nicht. Okay. So, die Meinungen der Kila sind Hirutu also wichtig. Chi, wenn sie dir drei Argumente für den Frieden geben, werde ich ihren Wunsch achten. Doch bis dahin ist der Krieg gegen die Piraten beschlossene Sache. Sie alle werden den Hike geopfert. Okay. Dann werden wir uns hier in der nächsten Folge mal ein bisschen umsehen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.